Als Letzte machen sich Flugdienstberater Fabio und Rezeptionistin Rebecca bettfertig. Und genau das scheint ein größeres Thema zu sein. Aber du bist auch so an sich wahrscheinlich auch schon eher so eitel, oder? Wie eitel? Dass du schon immer guckst, dass du gut aussiehst, dass du gut angezogen bist. Nee, gar nicht. Ich laufe voll oft mit Jogginghose durch die Gegend. Mit diesen Haaren muss ich aber gucken, dass ich was mit denen mache. Eigentlich, ich kann es jetzt nicht mal machen. Normalerweise habe ich immer in der Nacht so zwei Pippi Langstrumpf-Zöpfe. Das kannst du nicht machen. Das werde ich hier nicht tun. Wieso? Weil die hier beobachtet werden. Das ist doch egal. Ganz schlimm. Ums haarige Haarthema geht's dann auch im Bad. Während Rebecca sich für einen praktischen Nachtzopf entscheidet, legt Hobbyboxer Fabio nach dem Vorwaschgang flugs nochmal eine schlanke Handvoll Pomade auf. Schließlich soll auch und gerade im Bett keine Locke verrutschen. Ja, siehst gut aus. Che bello. Pflaster gibt's auch hier. Pflaster? Was soll ich sagen, jetzt schon morgen früh, erschreck dich nicht, meine Haare sind morgen früh so. Geil. Das ist richtig schlimm. Ich würde auch auf der Couch schlafen, aber ich finde es gut, dass Rebecca trotz ihrer Skeptisch mit mir das Bett geteilt hat. Ist es eigentlich für dich schlimm, wenn ich nur im Shirt und Boxershorts schlafe? Oder soll ich mit... Schlaf wie du willst, ist mir egal. Ja. Ich keine, also so, ich finde nur so in Jogginghose ein bisschen... Herrlich. Ich hab schon Glück gehabt, ich muss nicht auf der Couch schlafen. Also wenn ich heute Nacht nicht mehr hier neben dir liege, dann konnte ich nicht schlafen. Und dann liege ich da drüben. Oje. Bei mir ist es ganz schlimm. Wenn ich schlafe, muss es absolut dunkel sein, absolut ruhig. Es darf sich eigentlich nichts bewegen und keine Geräusche machen. Nee, du schnarchst. Ich schnarch eigentlich nicht. Aber wenn. Eigentlich? Dann tut's mir leid. Also nein, ich schnarch nicht. Ich schnarch nicht. Also eigentlich schlafe ich gern alleine und seit 3 Jahren alleine. Aber bei ihm war das halt sofort normal, dass wir nebeneinander geschlafen haben. Und es ist gruselig, weil es sich anfühlt, als würden wir uns schon Ewigkeiten kennen. Perfekt, gute Nacht. Ich muss mich jetzt leider so auf die Seite drehen, damit ich alles. Alles gut. Dunkler. Oh Gott. Das Kissen ist ja so schön weich. Ich fühle mich wie zu Hause. Na, dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Dir auch. Danke. Gute Nacht, ihr zwei. Ob es zu einer weiteren Nacht für die beiden kommt, wird die nächste Entscheidung zeigen. Bereits Kaffee, Frühstück und Lästereien hinter sich haben, wachen die anderen gerade mal auf. In diesem Fall Rezeptionistin Rebecca und Hobbyboxer Fabio. Der frühe Vogel scheint die beiden nicht zu interessieren. Aber uns die Frage, wie war sie denn die erste Nacht? Die erste Nacht neben Rebecca hat sich an sich gut angefühlt. Ich habe gut geschlafen. Ich fand es nur schade, dass sie sich weggedreht hat. Ich muss mich jetzt leider so auf die Seite drehen, damit ich alles gut und klar. Das war so ein bisschen schade, weil dann habe ich nur so ihren Rücken gesehen. Von gemeinsamen Morgenritualen fehlt bei Rebecca und Fabio noch jede Spur. Doch was nicht ist, kann ja noch werden. Denn auch darum geht es bei Let's Love. Den jeweiligen Partner in jeder denkbaren Situation kennenzulernen, um dann für sich die Entscheidung treffen zu können. Dauerbrenner oder Eintagsfliege. In 3 Hütten verbringen je 2 Singles mindestens 24 Stunden miteinander. Springt der Funke beim Blind Date über, geht's in die Verlängerung. Und wenn nicht, dann nicht. Aber hast du gesehen, ich habe ein schönes Bett gemacht. Echt, habe ich gar nicht gesehen. Mit der Hoffnung, dass wir da vielleicht nochmal drin schlafen heute. Wow. Aber richtig Mühe gegeben. Ich dachte, hier kommt die Putzfrau vorbei. Also mit der Rollenverteilung bisher glaube ich, dass es da wirklich, es gibt noch gar nicht wirklich so eine Rollenverteilung, weil es hat jetzt wirklich, sie hat dann gestern gleich gesagt, ich tue die Teller waschen, heute Morgen, als ich aufgewacht bin, habe ich die Gläser sauber gemacht, also da gibt es noch keine Rollenverteilung, aber die brauche ich auch nicht. Ich brauche nicht dieses klassische Mann-Frau. So, was essen wir jetzt? Genau, wollte ich gerade sagen, wegen Frühstück. Wir können dann draußen frühstücken oder sowas, auf den Liegen oder sowas. Also, keine Ahnung, können wir mal gucken, was es denn so gibt hier.
Da sind schon mal Haferflocken. Ich hab's grad gesehen. Ist das Reis? Das ist Reis, ja. Wow, also dann gibt's Hähnchen mit Reis später. Mhm. Ich versuch. Hähnchen mit Reis. Hähnchen mit Reis. Was ist das? Ist das Kaffee oder Kaffee? Das müsste Kaffee sein, ja. Also du kannst ja einen Kaffee machen erstmal. Nee, ich will keinen Kaffee. Echt? Nee. Ich trinke Wasser nur. Ich glaube, ich mache mir einen Joghurt mit Apfel. Was willst du denn? Ich nehme auf jeden Fall irgendeinen Joghurt. Willst du? Der ist laktosefrei. Ja, den nimmst du. Der ist für dich. Willst du den? Ich nehme den anderen, ja. Der ist halt ein Teil. Ja, das ist noch. Genau. Willst du ein bisschen Schlagsahne? Nee, ich nehme wahrscheinlich nur Joghurt. Ich nehme mir noch ein bisschen Obst rein. Vielleicht willst du auch ein bisschen Obst drin haben. Ich will nur Haferflocken. Apfel. Nee, Haferflocken nicht. Apfel und Banane. Dann hat sie den Joghurt rausgeholt, ich habe das Obst geschnippelt. Das haben wir eigentlich gemeinsam gemacht. Fand ich echt gut. Ja, das reicht. Das ja, schon? Ja, das reicht. Okay, dann sowas in der Schüssel reinmachen. Yes. Willst du erst das Obst und dann den Joghurt drüber? Ja, ich mach's jetzt einfach so rum. Normalerweise andersrum. Ja, mach doch den. Nee, jetzt tu es einfach rein. Nee. Das passt schon. Wirklich, und dann rühre ich das so um. Wirklich. Oh, sorry. Warte, ich mach das in der Hand. Thank you. Nein, mille grazie. Prego. Prego, amore mio. Rezeptionistin Rebecca und Flugdienstberater Fabio bezeichnen sich beide als absolute Familienmenschen. Und auch Kinder wollen sie in Zukunft haben. Ob bei Let's Love der Grundstein für eine Zukunft zu zweit gelegt wird? Immerhin, Gesprächsthemen haben sie einige. Bist du satt? Du nicht. Willst du noch? Nee, es reicht. Erstmal. Nein, wenn du noch willst, kannst du einfach essen. Also brauchst nicht irgendwie denken, dass ich dann irgendwie denke, du bist ein Fettsack. Ich weiß nicht, ich habe morgens nicht mehr so. Früher war bei mir so, ich bin aufgestanden und ich musste was essen. Mhm. Aber mittlerweile ist es bei mir so, ich stehe morgens auf und ich lasse eigentlich eher lieber so eine Stunde vergehen, bis ich dann wirklich Hunger bekomme. Und ich esse aber morgens nicht mehr so viel. Bei mir ist es mein Bauch, der hat sich einfach so dran gewöhnt, dass er in der Früh sein. Und deswegen, ich bin um 7:00 war ich wach, gell? Voll krass, so automatisch. So. Der hat geknurrt, ich muss aufs Klo. Dann weiß er, okay, eigentlich kriege ich jetzt was zu essen. Da habe ich gesagt, hey, nein, ich muss noch schlafen. Später. Ach, du so über einen Hund sprichst. So. Normalerweise kriegt er jetzt was zu essen, aber nein, kriegst du nachher. Nach dem Aufwachen war Fabio noch enttäuscht, dass Rebecca ihm in der ersten gemeinsamen Nacht nur den Rücken zugedreht hat. Ob er nach dem harmonischen Frühstück noch einmal 24 Stunden verlängern möchte, wird sich schon bald zeigen. Hobbyboxer Fabio und Rezeptionistin Rebecca genießen den ersten Morgen ihres Let's Love Blind Dates. Auch bei ihnen soll der Körper in Schuss gehalten werden. Wäre da nicht die lästige Sache mit der Motivation? Na, bereit fürs gemeinsame Schwitzen, ihr beiden? Ich habe, glaube ich, Fußschmerzen. Genau. Ich glaube, ich habe Kopfschmerzen. Ja, Kopfschmerzen habe ich auch. Echt jetzt? Arg oder geht? Geht. Fabio hat Rebecca zwar nicht den Himmel, aber immerhin die Yogamatte zu Füßen gelegt. Nur den Sonnenschirm, den hat er vergessen. Jetzt ist es auch noch so heiß. Suchst du jetzt nur ausreden, oder wie? Komm. Kannst du bitte wieder regnen? Komm, jetzt hol ich dir meine Boxhandschuhe zum ein bisschen boxen, okay? Mhm. Ja, klar, warum nicht? Da habe ich keine Angst davor, dass die da eine auf die Glocke bekommt. Ich hab selber geschlafen, oder was? Das ist krass. Sitzt. Noch aufpassen mit deinen Nägeln, wenn ich das Nägel. Wenn die abbrechen. Wenn die abbrechen, dann haben wir ein Problem. Ja. Komm. Da warst du direkt ready. Ich wollte mich angreifen. Da warst du doch direkt gerade ready. So, bist du links oder rechtshänder? Linkshänder. Du bist Linkshänder? Du nicht, gell? Ich auch? Sure. Ich sure? Voll cool. Okay, jetzt also eins hier rein und zwei da rein. Und wenn ich sage 1, 2, dann ist es so. Dann beide, okay? So. Nein. So. Wie? Nein, 1, 2, also mit der 1 fängst du an. Genau. 1. 1, 2. Okay? Also. 1, 2,
Eins, zwei. Eins, zwei. Und hier oben. Zwei. Ja, ich habe auch voll die Links-Rechts-Schwäche. Ich. Warum lachst du dabei? Weiß ich nicht, ist lustig. Normalerweise, wenn man in Box nicht lacht. Nochmal. Ja, genau, böse gucken. Genau. Und jetzt richtig böse. Eins, zwei, drei, vier. Kannst du nicht böse bleiben? Nein. Kannst nicht so richtig böse und so. Seine Aufgabe als Boxtrainer hat er gut gemacht und ich hoffe, dass ich noch ein paar Tricks lernen kann. Und los. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, 20. 30. Also ich glaube, dass ich mich beim Boxen sehr gut geschlagen habe. Ich glaube, ich sollte auch wieder anfangen mit Kickboxen. In der Hütte am Bach steht nach einem gemeinsamen Boxtraining die Entscheidung von Rebecca und Fabio an. Doch plötzlich bekommt der Italiener einen Anruf von seinem besten Freund. Ja, hi. Hi. Oh, Kutti. Oh Mann, Alter, das ist so crazy, Alter, hier alles. Ja, und dann saß ich da und dann war schon positiv überrascht. Aber weißt du, so, passt schon so zu meinem, sag ich mal, Beuteschema und so, gell. Und wir haben gleich im Bett geschlafen, ja? Ah ja? Ja, halt, also, so, weißt du, sie hat dann. Es war doch so, als wir schlafen gegangen sind, hat sie sich dann aber auch gleich so weggedreht, weißt du, so in die andere Richtung. Aber die ist echt, die ist voll schwer einzuschätzen, Mann. Sie zeigt wirklich nicht, ob ich jetzt ihr wirklich gefalle oder ob es einfach nur so auf Kumpelbasis ist. Das ist echt schwer einzuschätzen bei ihr. Weißt du, ich meine, dann so immer auf der Couch und sie sieht so, wenn wir irgendwo uns hinsetzen, setzt sie sich nie so direkt neben mich, sondern immer so, lässt noch so ein bisschen Platz dazwischen, weißt du? Wo ich mir so denke, so, keine Ahnung, ist noch ein bisschen schwer zu kapieren. Und das war so, aber wenn man dann so mit sich mit der unterhält, so, die ist halt wirklich komplett übelst sympathisch, übelst offen. So, wir haben wirklich schon über alles geredet. Nö, so an sich bisher ist echt. Aber, also irgendwie, ich hab dir gesagt, so irgendwie ist sie so doch ein bisschen auf Distanz. Aber ja, mal gucken. Gucci, weil sie ist jetzt auch gerade zurückgekommen. Dann, wir hören uns, Gucci. Ciao, bello. Ciao, ciao. Hast du jetzt gelästert? Nein. Rebecca scheint sich ihrer Position nicht sicher zu sein. Also wenn er wirklich nicht checken würde, dass ich ihn mag, dann wird es schwierig werden, weil ich bin sehr schlecht im ersten Schritt machen. Auch Fabio und Rebecca müssen sich gleich entscheiden, ob sie weitere 24 Stunden miteinander verbringen möchten oder nicht. Ob das Telefonat dafür sorgt, dass sich die Wege der beiden Singles schon heute trennen werden? Eine Entscheidung steht noch aus. Und zwar die von Italiener Fabio und Halbitalienerin Rebecca. Amore oder Ciao Ciao? Oh oh, ich gehe. Okay. So, möchtet ihr gemeinsam für weitere 24 Stunden in der Hütte bleiben oder checkt ihr aus und verlasst die Hütte bereits als Singles? Ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung, wie sie sich entscheiden wird und ich bin mega aufgeregt. Ja, aber jetzt so bisher, so, wie warst du denn jetzt vom ersten Eindruck bis jetzt? Hat dich dein erster Eindruck so wirklich jetzt, hat sich da bestätigt oder? Wie ist es so bisher für dich? Gut, also. Es ist alles noch okay. Ja, ich kann auch wirklich sagen, also ich war von Anfang an positiv überrascht und ich fand es halt wirklich krass, wie viele Gemeinsamkeiten wir einfach haben. Das war einfach so. Ja, das hat mich echt so, wo ich auch gedacht habe, so, okay, krass, das, wie viele Sachen einfach matchen. Und ja, also. Alles tutto bene, oder? Bisher tutto bene. Ich kann mich bisher wirklich nicht beklagen. Und
Ich fand's, weißt du, ich war auch mega, was ich mega fand heute, dass du mit mir das mit dem Sport so durchgezogen hast. Ja. Und ich würde gerne noch viel mehr von dir erfahren, weil du mich ja wirklich bisher echt interessierst. Und um ehrlich zu sein, bisher habe ich schon eine Entscheidung für den aktuellen Moment. Ich würde von meiner Seite aus wirklich sehr gerne hier noch länger bleiben. Weiß nicht, wie das bei dir aussieht. Die schüchterne Rebecca braucht Zeit, um Nähe zuzulassen. Doch will sie diese auch Fabio geben?